Hallo, liebe Drive-Now-Freunde. Wir wollen euch heute mal zeigen, wie eine Anmeldung im Fahrzeug eigentlich funktioniert. Also wir haben jetzt das Auto quasi schon reserviert und auch geöffnet und sitzen drin. Und in der Regel findet ihr immer dann so ein Bildschirm vorne im Auto. Und wenn ihr einsteigt, begrüßt es euch auch schon mit eurem Namen. Und ihr könnt in der Regel einfach anfangen, indem ihr sagt Start. Gebt dann eure PIN ein. Das mache ich jetzt mal ohne euch. So, wenn ihr die eingegeben habt mit dem Rädchen, was sich übrigens hier unten befindet, gebt ihr die PIN-Nummer ein und drückt auf OK. Dann wird die Frage gestellt, wie sauber ist das Fahrzeug eigentlich? Das heißt, einmal kurz umschauen, ist es sauber oder nicht. Es ist hier heute fast schon ein bisschen dunkel, aber wir können sagen, es ist durchaus sauber. Genau, vorher ruhig außen mal gucken, ob das Fahrzeug einen Schaden hat. Hier sind jetzt zwar schon 14 Schäden gemeldet, aber das sind meistens kleinere Lackkratzer. Und ja, also wenn man nicht sieht, dass das Auto wirklich einen massiven Schaden hat, muss man die jetzt nicht alle zählen, sondern kann davon ausgehen, dass das Fahrzeug schadenfrei ist. Also auch hier weiter. Jetzt kann man darüber überlegen, möchte man sozusagen die Selbstbeteiligung bei der Versicherung etwas reduzieren? Würde 1 Euro pro Fahrt kosten? Lohnt sich vielleicht bei längeren Fahrten? Ich sage jetzt in dem Fall mal, brauche ich nicht. Man kommt dann so ein bisschen in die Ansicht, wo es noch darum geht, was möchte ich eigentlich? Also gibt jetzt verschiedene Stundenpakete, ich kann ein Partnerangebot, wo es um Kooperationen mit Supermärkten oder so geht, wahrnehmen. Ich kann mich entscheiden, ist es jetzt eine geschäftliche oder eine private Tour? Und wenn ihr einfach losfahren wollt, dann geht ihr einfach runter bis Buchung starten und drückt auf OK. Das dauert dann einen kurzen Moment. Und wenn ihr diesen Bildschirm seht, dann könnt ihr quasi losfahren. Dazu einfach bei einem Automatikfahrzeug wie hier den Fuß auf der Bremse und danach einfach die Taste Start-Stopp betätigen. Und schon springt der Motor an und das Fahrzeug ist fahrbereit. Ich glaube, bei den Fahrzeugen mit manueller Schaltung muss man die Kupplung treten, damit es funktioniert. Jedenfalls, genau. Start- und Stopp-Knopf haben sie beide. Ja, und dann kann's losgehen. Viel Spaß!